Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill, hier im Schulgebäude. Geh doch durch. Danke. Im letzten Part haben wir das erste Rätsel von dreien gelöst. Lass mich mal kurz gucken, wo ich lang muss. Ich könnte auch die andere Tür nehmen, da war ich noch gar nicht. Stimmt, die habe ich auch nicht kontrolliert hier, ne? Nö, habe ich gar nicht. Aber natürlich klemmt das Schloss, weil typisch Silent Hill. Es ist abgeschlossen. Gut, gut. Hätten wir das auch geklärt. So, jetzt sind wir hier. Hier haben wir soweit alles kontrolliert. Ja gut. Andere Seite kommen wir echt gar nicht hin. Gehen wir mal eine Etage höher. Das nächste Rätsel erwartet uns auf jeden Fall im Musikzimmer. Aber ich glaube, hier die Klassenräume an sich habe ich auch noch nicht kontrolliert. Richtig? Richtig. Dann schauen wir uns doch mal die Klassenräume an sich an. Hier liegt nämlich ein Tunikum schon mal direkt. Das ist doch schön. Ha. Süß. Wenigstens ist hier auch kein Monster drin. Das sieht doch mal wirklich hier richtig schön eigentlich aus. Vor allem hier haben die Kinder noch wirklich Einzeltische. Finde ich ehrlich gesagt auch viel besser, das so zu ordnen in der Schule, als irgendwie diese Tischgruppen, wie es ja heutzutage ist. Weil so am Einzelplatz kann man halt viel besser lernen. Finde ich. Aber naja, wer hört schon auf mich? Auf die kleine Wimpy. Obwohl, naja, so klein bin ich ja jetzt auch nicht, aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. So, Klassenräume sind abgeschlossen in dieser Hinsicht. Also nicht abgeschlossen, sondern fertig erkundet. Gucken wir uns nochmal die Toiletten hier an. Es ist ruhig. Das ist schön, dass es ruhig ist. Okay, es tut mir leid, dass ich versehentlich die Frauentoilette betreten habe. Bin ich echt auf der Frauentoilette? Nee, ich bin eigentlich sogar auf der Männertoilette. Warum höre ich hier eine Frau weinen? Ist es dir peinlich, dass du aufs Männerklo gegangen bist? Ja, das ist okay, du. Ich habe damit kein Problem. Das ist alles okay. Ich gehe auch schon wieder. That was creepy shit. Nee, auf dich habe ich keine Lust. So wichtig ist die Toilettenerkundung dann auch wieder nicht. Jetzt die Frage aller Fragen. Kann ich hier rein? Es ist nicht abgeschlossen. Das ist schön, dass hier nicht abgeschlossen ist. Ah, ich wollte doch das Ziel wechseln, aber... Was? Nein, ich wollte nicht auf die Karte gucken. Meine Güte. Musikzimmer ist direkt hier. Wie schön. Gehe ich doch mal direkt rein. So. Hallo Klavier. So. Hier ist der Hinweis, den ich fürs Rätsel brauche. Es ist in Blut geschrieben. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der... Ich kann nicht mehr lesen. Blub. Zuerst flog der gierige Pelikan, erpicht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Weiter als der Pelikan. Okay.
Eine Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube, einfach um zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Okay. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt, erst gähnt und dann einnickt. Wer wird den Weg zeigen? Wer wird der Schlüssel sein? Wer wird zu der silbernen Belohnung führen? Okay, was haben wir denn hier für schöne Bilder eigentlich? Ha, ganz nett. Okay, wir müssen jetzt diese Melodie dementsprechend nachspielen, die mit den Vögeln gekennzeichnet ist. Zum Glück habe ich mir das hier alles schon aufgeschrieben. Auf einigen der Tasten ist Blut. Bedeutet das etwas? Nee, garantiert nicht. Soll das Klavier überprüft werden? Ja, bitte. So. Also zuerst flog der gierige Pelikan erpicht auf die Belohnung. Die Taube fliegt jedoch weiter als der Pelikan. Und der Schwan ist auch noch weiß, okay. Erpicht auf die Belohnung. Ein Schwan gleich bei einem anderen Vogel. Okay, sagen wir mal, der Pelikan ist hier. Das klang richtig. Taube. Weiter als der Pelikan, soweit sie konnte. Muss hier sein. Scheiße! Nochmal. Fuck. Dann machen wir eben hier den Pelikan. Schwan hier. Taube hier. So. Dann. Rabe fliegt höher als die Taube. Das heißt, hier? Ja. Schwan. Friedliche Stelle gleich bei einem anderen Vogel. Die hier. Genau. Das hatte ich mir so ein bisschen noch mit aufgeschrieben hier. Und Krähe kommt schnell zum Stehen. Hier. Jawohl! Ja, wie? Nicht richtig? Aber das war doch... Hä? Was? Wieso? Komisch. Verstehe ich nicht. Nochmal. Probieren wir mal alle Tasten durch, welche klimpern und welche nicht. Das muss hier doch ein Ton sein, ne? Genau. Die hier klickt, das wissen wir. Macht die auch einen Klang? Ja. Die klickt. Warum habe ich einen Grafikfehler auf den grünen Tasten? Okay. Deswegen, ich habe es doch eben richtig gemacht. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Also, nochmal. Weil ich weiß, ich muss doch die anklicken, wo halt keine Melodie wirklich kommt. Oder habe ich das jetzt echt so falsch im Kopf? Hä? Hey. Also nochmal. Gieriger Pelikan. Er picht auf die Belohnung. Taube. Rabe. Schwan. Krähe. Warum ist das falsch? Ich kann es auch mal mit den Tönen versuchen, aber ich glaube, das ist falsch. Ich meine, es müssen ja Schalter sein, die gedrückt werden schließlich, nur deswegen. Also nochmal. Gieriger Pelikan. Dann Taube. Dann Rabe. Schwan. Krähe.
Ach, fuck. Ich weiß mir gerade nicht zu helfen. Scheiße. Warte mal. Ich gehe nochmal raus und wieder rein. Vielleicht respawnt das den Raum richtig. Vielleicht habe ich auch vorher einfach nur einen Fehler gemacht und durfte das dann nicht so. Ich habe doch keinen Plan. Es muss doch so richtig sein. Ich habe es mir doch extra aufgeschrieben. Oder habe ich sonst immer auf normal gespielt? Oder vielleicht ist es anders. Aber das Rätsel, der Text ist doch das gleiche. Von daher verstehe ich das nicht. Ah, warte mal. Das könnte der Fehler sein. Rabe ist höher als die Taube. Obwohl, ist doch auch die Taube. Nee, ist richtig. Höher als die Taube, weil hier ist die Taube. Schwan. Hä? Ich kapiere das gerade nicht. Leute, ich muss mal eben nachgucken, was ich falsch mache, weil ich komme gerade nicht drauf. Da fehlt mir noch irgendwo was anderes hier. Ich bin verwirrt. Ich bin extrem verwirrt. Habe ich mir noch auf die Rückseite was geschrieben? Nö, habe ich gar nicht mal. Was zur Hölle ist hier los? Hilfe. Ich habe doch alles richtig gemacht. Bloß eine Katze. Die Katze ist wohl tot. Nichts drin. Das hier ist echt nur so ein Schockraum. Katze? Du hast die Katze gefressen. Du scheiß Viech. Die arme Katze. Nee, das wollte ich nicht. Ich dachte, es gäbe einen Quickturn. Dumme Idee, in einem alten Spiel einen Quickturn zu erwarten. Ich hab's befürchtet. Oh, wo bist du? Oh, ich hab den kleinen Süßen nicht mal gesehen. Ah, Gott sei Dank. Aber ich habe mich echt bei diesem Musikrätsel noch nie so schwer getan wie heute. Also. Oh. Jetzt sind wir auf der anderen Seite hier. Jetzt können wir hier runter. Okay. Kommen wir jetzt hier in den Keller? Wahrscheinlich, ne? Noch ein Klassenzimmer?
Ach, jetzt bin ich. Ach so. Hä, aber jetzt bin ich ja wieder hier. Ich dachte, warte mal. Genau, hier unten war ich ja noch gar nicht richtig. Sieht nur so ähnlich aus, aber nicht genau das gleiche wie vorher. Sie scheint kaputt zu sein. Da ist ein Schalter. Wollen Sie den Schalter betätigen? Ja. Nichts scheint zu passieren. Ich glaube, das ist für das dritte Rätsel. Das Ventil ist fest zugedreht. Es lässt sich nicht drehen. Ich weiß nicht, wozu es dient. Besser nicht anrühren. Ja, ja, klar, okay. Den Schalter müssen wir also später drücken. Okay. Was haben wir denn hier? Das Schloss klemmt haben wir hier. Was wäre das denn für ein Raum gewesen? Storage. Okay. Storage Rooms sind mir sowieso unsympathisch seit Silent Hill 3, also... Naja. Ja gut, hilft dir alles nix, ne? Oh, dass die Feinde hier auch respawnen, ist scheiße nervig. Locker Room ist lustigerweise auch ein Fragezeichen, obwohl da doch gar nichts zu lösen ist an Rätseln. Wo war jetzt der Musikraum? Links. Das ist hier der Locker Room. Genau, Musikraum ist am anderen Ende. Also, liebe Freunde. Ich werde dann notgedrungen mal nachgucken müssen, was es hier mit diesem Rätsel auf sich hat, weil es sich ja einfach nicht lösen lassen möchte von mir. Ich kann mir das halt echt nicht erklären. Wir können es ja gemeinsam noch einmal den Hinweis hier durchlesen, aber es ist ja das... Ich meine... Zuerst flog der gierige Pelikan, erpicht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Dann kam eine stille Taube. Ich meine, Tauben sind doch auch eigentlich eher weiß und nicht schwarz. Und flog weiter als der Pelikan, soweit sie konnte. Eine Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube, einfach um zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwan gleitet heran, um eine friedliche Stelle zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt, erst gähnt und dann einnickt. Ja, das ist an sich das, was ich mir aufgeschrieben hatte und das, was ich auch eingegeben habe, aber irgendwie will das nicht funktionieren. Sehr, sehr seltsam. Von daher muss ich leider nachgucken. Wenn es dann das gleiche ist, was ich eingegeben habe und nachdem ich das dann nur geprüft habe, dann das gleiche nochmal eingebe und es dann lustigerweise funktioniert, dann drehe ich echt am Teller. Aber irgendwie so in der Art muss das ja sein. Also sorry schon mal dafür, dass wir uns so lange damit aufgehalten haben, aber sind noch zum Glück ein paar andere Sachen hier im Part passiert. Also dann bis zum nächsten Mal, wenn wir hoffentlich dieses Scheißrätsel lösen können. Bis dahin, macht's gut und ciao!